Herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer und Abonnenten, zu einem weiteren Video mit mir, General Vigo, featuring Tabakpflanzen. Eine Woche seit der letzten Folge, wie gehabt, einmal die Woche ungefähr. Und die Pflanzen wachsen munter weiter, wie man wunderbar erkennen kann. Moment. Augenblick, richtig. So. Also die Pflanzen stehen, also die hier zumindest steht prall in der Sonne an der Fensterbank und kriegt die volle Sonne klar ab. Deswegen so große Fortschritte zu vermerken, gerade hier bei der Virginia-Sorte, hier das Etikett schon ganz verschwunden unter den Blättern und hier eben die anderen noch im kleinen Topf, die ich aber dann demnächst auch mal umtopfen werde, je nachdem, wobei. Vielleicht verschenke ich die Dinge auch. Mal schauen. Und hier haben wir unsere kleinen Keimlinge aus... Ja, wie auch immer. Die wir hier ausgesät hatten. Und auch die machen wunderbare Fortschritte. Ich drehe die mal kurz. Damit sie sich dann... Weil die wachsen ja immer zur Sonne hin, bekanntermaßen. Und indem man die dreht, kann man die Wuchsrichtung ein bisschen ausgleichen. Ein bisschen... ausbalancieren, dass die halt eben nicht wie der schiefe Turm von Pisa dastehen, weil dann biegen die sich wieder in die andere Richtung. So, also auch die Keimlinge sind wunderbar hier am Wachsen, sprießen und gedeihen, das ist doch ein Traum. Die anderen beiden da hinten machen sich auch wunderbar und zum Rizinus. Der macht sich übrigens auch sehr gut, die Blätter sind hier wunderbar am Wachsen, die Sonne strahlt voll auf die Pflanzen drauf und die mögen es, die lieben es. Der Rizinus macht sich, der Tabak macht sich und die muss ich hier unbedingt noch entsorgen, denn die verwildern hier, wie man ganz klar eigentlich erkennen können müsste. Unsere Tabaksorten Xanthi Bauern, Tabak Burley und Kentucky machen sich wunderbar. Die neuen Hauskeime und jetzt wird es wahrscheinlich ziemlich schnell gehen, da die Sonne ja jetzt wieder strahlt, die Tage sind länger. Also werden die Pflanzen dementsprechend auch schneller wachsen. So, meine lieben Freunde, zu viel zum Zwischenstatus der Dinge des Rizinus und der Tabakpflanzen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Euer General Vigo.